Hallo und herzlich willkommen zurück zu Arno 2070. Gerade eben haben wir ja mit unserem U-Boot eine kleine Entdeckertour abgeschlossen. Und ich muss es mal schnell wieder in den eigenen Hafen bringen, nicht dass es von den Piraten irgendwie zerschossen, zerstört etc. wird. So, jetzt ich muss mal genau hier mal gucken, ob jetzt die Route besser läuft. Ist immer noch kein Gemüse, aber es gab Gemüse. Ist auf jeden Fall Gemüse angekommen. Ist jetzt hier Gemüse komplett leer? Nee, noch nicht. Mal gucken, wie das alles sich entwickelt. Ja, hier sind wir anscheinend wieder auf Stand. Das ist ganz gut. Keine Rohstoffe verfügbar. Warum denn keine Rohstoffe verfügbar? Es ist doch alles da auf Lager. Es wird vielleicht nicht geliefert, aber es ist alles da. Okay. So, ich muss Munition selber herstellen. Das nützt nichts, gerade für die kleinen Flugzeuge und so weiter. Das wird ansonsten wird das alles zu teuer. Und ich brauche wieder mehr Leute. Und ich muss auch hier ein bisschen was ausbauen, damit ich eine neue... Genau, wir machen mal mit den Techs weiter, weil die sind eigentlich noch ganz genügsam, meines Erachtens nach. Wobei die wahrscheinlich auch irgendwann sagen werden, ey, wenn du unsere Bedürfnisse nicht erfüllst, Alter, dann verpissen wir uns wieder. Das können wir natürlich auch nicht riskieren. Das heißt, wir gehen dann doch lieber hierher zu den Ecos und machen noch ein paar Ingenieure mehr. Ingenieure. So. Oh. Hey. Gerade habe ich den Timer überhört, jetzt habe ich den Timer wieder nicht gestellt. Warnung. So ist es. Ölpest bedroht ihre Insel. Ah, Scheiße. Das war's doch, ey. Ein schmuckes Häuschen? Ein guter Job? Was will man mehr? Es bedroht auch noch eine Ölpest, meine. Oh, das heißt, ich kann, sobald ich diese Plattform gelöscht habe, falls ich es denn überhaupt noch hinbekomme, sie zu löschen. Boah. Und vor allen Dingen, es ist ja hier unten, ne? Das sind ja... Merken die davon was? Was ist das eigentlich? Sofort abholen. Achso, okay. Aber die merken davon gar nichts, ne? Dass jetzt hier Ölpest ist. Also noch nicht. Aber es sieht hier schon blöd aus. Sagen wir es mal so. Was ist denn jetzt hier? Wie lange braucht das denn noch? Ist gleich fertig? Gut. Mal fertig. Weil danach können wir nämlich gleich hier... Modulentwicklung abgeschlossen. Den gleich anschmeißen. Schnell das Teil an Bord. Und Abfahrt. Die Ölplattform noch retten. Hoffen wir es. So, Ölpest, Krieg, Autosave, sinkende Ökobilanz, Ölpest, ineffiziente Handelsroute. Handelsroute ineffizient. Ja, immer noch, keine ich weiß. Waren verfügbar. Was ist denn jetzt schon? Ach so, jetzt hat er wieder, jetzt hat er kein Gemüse gekriegt. Achtung, Produktionsstillstand. Alter, guckt euch mal an, wie viele Piraten hier rumhängen. Ich hoffe, die wollen jetzt nicht gleich zu mir kommen. Gut, wo bleibt mein Schiff? Ich will mal gucken, ob wir hier noch was retten können. Ich vermute es mal nicht. Also, ist hier schon eigentlich irgendjemand dabei? Und ist da schon irgendjemand von den anderen am Löschen? Nö. Nö, das, was ich dachte, was so wie ein anderes Löschschiff aussieht, ist die Flamme hier oben. So, wir haben noch 200... 190 Hitpoints, bis das Ding wohl uns um die Ohren fliegt. Da kommt natürlich auch gleich so ein kleiner, dreckiger Abfang-Drecksvogel. Haha, das ist doch nicht wahr, oder? Jetzt kommt der auch noch daher und bombardiert mein Schiff. Ich will jetzt aber trotzdem löschen. Aber vielleicht können wir noch was retten. Ach, falsche Taste gedrückt, ne? Weil hier oben kommen nämlich auch gerade schon meine Kriegsschiffe. Fahrzeug unter Beschuss. Hm, kann ich das irgendwie rausnehmen? Ne. Mist. Hallo? Mach was. Hallo, ihr beide? Okay. Schnell mal hier hin. Vielleicht wird das alles richtig gut. So. Jetzt kriegen die nämlich ein bisschen Schub mehr. Genau. Ja, beschießt ihr das Ding mal. Oh, gewinne ich hier an Hitpoints? Ja, geil, ich gewinne an Hitpoints, das ist gut. So.
Drohne raus. Zack. Drohne raus. Und Gas geben, Jungs. Haut das weg. Bisschen schneller da. Bisschen Gas geben. Das kann ja nicht angehen, dass mein schönes Löschschiff von so einem kleinen Piratenschiff da zerdrückt wird. So, zack. Kaboom. Haben wir das da auch erledigt. So, was haben wir hier drinne? Wahrscheinlich wieder irgend so ein... Das ist meistens so, ne, dass man hier so ein Schiffsabenteuer bekommt. Naja. Gut, haben wir das doch schon mal wieder. Wir konnten... Gut, das Schiffchen ist jetzt ganz schnell in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Ölplattform konnten wir retten. Das ist doch gut. Die beiden gehen wieder zur Eskorte zurück. Und das Schiffchen kommt mal wieder nach hier oben. Weil dann kann es hier repariert werden. Und sobald ich dann die Forschung wieder abgeschlossen habe, ja, das müsste dann auch passen, dann kann ich mich da auch um die Umweltverschmutzung kümmern. So, jetzt müssen wir mal was für die Staatskasse tun. Weil die ist nämlich gerade ganz schön am Runterfallen. So, hier sind ganz schön viele... Ja, weil die Lager sind voll mit Baumaterialien, ne? Also mit Bauzellen. Ne, sind sie eigentlich gar nicht. Gar nicht so sehr. Aber es wird nicht abgeholt, ne? Ah, wir kommen wahrscheinlich nicht hinterher mit dem Abholen. Ist natürlich auch ärgerlich. Was können wir denn dagegen machen? Da kann man doch auch... Man kann doch auch Frachtlager... Da geht das nicht. Warum geht das hier nicht? Hä? Warum geht das denn da nicht? Was hat er mir verkauft? Guck mal, haben wir da ein bisschen Frachtlager. Machen wir mal ein bisschen die Hafenmauer schick. Genau, da wollte ich einen hinsetzen. Bisschen schick im Hafenmauer dahin. Ist eigentlich gerade voll nicht mein Problem, was ich hier mache. Aber ich find's gut. kann man das eigentlich verbinden mit der Straße? So, ne? Jetzt bin ich mal gespannt. Hat eigentlich so ein Frachtlager auch... Habt ihr es gerade... Oh. Oh, hier gibt's Ärger, ne? Alarm. Registriere Angriff auf eines ihrer Fahrzeuge. Hier gibt's Ärger. Kommt gezielt auf ein Schiff losgehen. Okay. Gezielt immer auf ein Schiff losgehen. Und dann... Wo ist denn eigentlich mein... Mist. Wo ist... Oh, da ist es. Mist. Scheiße. Kommt hier. Nein, nicht mein Kommandoschiff zerstören. Nicht mein Kommandoschiff. Nein! Oh, so ein Mist, ey. Hallo, haut die weg. Ach, Mist, das Kommandoschiff schon wieder verloren. Mit der Erweiterung drauf. Oh, das ist doch ärgerlich. Ja, vielleicht kann ich die gleich noch bergen. Kommandoschiff fertiggestellt. Ja, danke. Initiiere Steuerungsroutinen. So, die hauen wir jetzt hier alle weg. Oh, cool, die Wale. Seht ihr die? Das war ein unfairer danke. Kampf. Du ja, war immer feste drauf. Mhm. Du den Sabbelvogel. Wir Stück für Stück auseinander. Ja, glaube ich auch. Ich glaube, ich nehme deine Schiffe auseinander. Aber sowas von. Na, kommt her. Nicht abhauen jetzt hier. Nicht jetzt abhauen, Jungs. Jetzt machen wir mal eure ganze Flotte hier. Oder diese kleine Flotte hier nehmen wir jetzt mal auseinander. Dafür, dass ihr mein schönes Kommandoschiff auseinandergenommen habt. Zack. Noch ein. Modul fertiggestellt. Zack, haben wir den auch erledigt. Sie meine Aussage brauchen. Die da drüben nehmen wir uns auch nochmal vor. Ich stehe zu Ihrer ja, Verfügung. Ja, holen wir uns mal das neue Kommandoschiff. Kommandoschiff fertiggestellt. 3.500. Kommandoschiff ja, einsatzbereit. Kann man mal machen. So. Ihr müsst jetzt wieder... Ich hoffe, dass das Frachtschiff jetzt hier drüben ist. Das müsste das sein, ne? Ja. Ich sehe nämlich keine Eskorte. Das funktioniert auch gut. So, dann wollen wir mal gucken, wo ist denn mein kleines Frachtschiff vorhin kaputt gegangen? Warnung. Vielleicht? Produktion oh. Gestoppt. Was ist hier denn los? Kein Öl? Okay.
Ja, weil die Insel gebrannt hat, ne? Ist natürlich doof. Jetzt wird es so langsam wieder Öl. Das ist ein. Was gibt's hier noch? Ne, leider. Schade, ich dachte, ich würde mein Modul wieder bekommen. Was gibt's da noch? Das gleiche. Das müssen wir auf Bord werfen. Gucken, was das ist. Das ist auch nix. Also, es ist schon. Oh, das ist ja cool. Ach ja, das war so ein Unsichtbar-Macht-Dings, ne? Um diese Sachen hier kümmere ich mich auch nochmal irgendwann, aber jetzt momentan noch nicht. Beziehungsweise fahren wir jetzt wieder hier in den sicheren Hafen. Werde ich bestimmt mal machen, aber jetzt gerade nicht. Jetzt habe ich gerade momentan andere Probleme. Ne, hier, da Geld sorgen und Biokost, die Gott sei Dank sich jetzt auf ein Level hält. Wie sieht's denn aus mit den ganzen anderen Sachen? So Fischis verkaufen wir doch, ne? Fischis verkaufen wir. Genau. Bauzellen wollte ich eigentlich verkaufen, weil hier die ganzen Lager voll sind. Aber es hat nichts damit zu tun, dass die Lager voll sind, sondern es hat mehr was damit zu tun, dass nicht genügend Einheiten zum Abtransport zur Verfügung stehen. Das ist das Doofe daran. Was können wir dann dagegen machen? Dagegen können wir Folgendes machen. Wir könnten natürlich noch ein Warendepot irgendwo hinstellen. Und zwar dahin, wo es effizient ist. Stellen wir es dahin. In der Hoffnung, dass das was bringt. So. Ach so, die Modularbeiten sind abgeschlossen. Dann können wir mal die anderen Items alle rüberwerfen, das Item einbauen und uns mal um unsere kleine Ölpeste hier unten kümmern und diese beseitigen. Ist ja ein bisschen unschön, ne? Ich werde aber da irgendwie Verteidigung, glaube ich, brauchen. Kann ich hier Verteidigungsanlagen hinbauen? Nein, ich habe keine Küstennähe. Kann ich mir so einen Turm hier hinstellen? Auch nicht, ne? Da würde es gehen? Ne, Hafenbereich benötigen wir dafür. Haben wir aber nicht. Haben wir leider nicht. So, was haben wir denn noch so zur Verfügung? Flieger? Oh. Achso, die müssen dann wahrscheinlich immer wieder zurückfliegen und auftanken. Und hast du nicht gesehen? Eieieiei. So. Geld. Ich brauche mehr Geld. Ich brauche mehr Geld. Dann bauen wir doch mal das, was wir vorhin schon, ich glaube, in der letzten Folge machen wollten. Nämlich ein paar Inks dazu. So, diese wollen dann auch bald. Dadurch, dass wir nämlich jetzt ein paar Inks machen. Dürfen nämlich auch Spiel gespeichert. Danke. Dürfen nämlich auch. Achso, er will aufsteigen, ne? Ja. Warum will er nicht aufsteigen? Achso, Informationen bekommt er nicht. Ein schmuckes Häuschen, ein guter Job. Informationen bekommt er nicht. Ja gut, das ist dann halt so, ne? Also es wird hier hinten auch so teilweise noch sein. Hier können wir eigentlich nochmal ein bisschen ausbauen. Ja. Okay. Ist mein Schiff da? Ja, dann kann das hier anfangen mit Ölbeseitigung. Wer in meinem Sammelsurium an Waren stöbern will, hat jetzt die Gelegenheit. Wieso funktioniert das nicht? Wieso funktioniert das denn jetzt hier nicht? Oh, ist das schon wieder was anderes, wenn ich... Verschmutzte Küste. Okay, ich fliege jetzt mal wieder nach Hause. Was muss ich denn haben, um eine verschmutzte See? Ökobilanz auf ihrer Insel, okay. Zeugt Energie, Schüsse.
Okay. Was ist denn dafür da, um... Was mit... Was kann ich denn auf hoher See die Ölgeschichte reinigen? Boah, ey. Was brauche ich denn dafür? Naja, egal was wir dafür brauchen. Ich glaube, das muss ich nochmal wieder ergoogeln. Ja, nein. Okay, das ist es auch nicht. Kann nur Wasserverwendung nicht. Schade. Oder geht das... Na, es geht ja nicht von alleine weg, ne? Also das hatten wir ja bei der letzten Ölkatastrophe schon gemerkt, dass es nicht von alleine weggeht. Hat das dann eigentlich jetzt irgendwelche Auswirkungen? Oh, guck mal hier. Da. Ah, das wird sich wahrscheinlich an diese Küste hier... Naja, die Küste oder die Insel ist eh kacke. Also, die ist ja eh... Hat das hier unten... Ne, hier haben wir gar keine Ökobilanz, ne? Unter Wasser haben wir keine Ökobilanz. Sieht zwar scheiße aus, aber es hat jetzt keine Auswirkung. Es wird es wahrscheinlich hier langsam hintreiben, zu dieser Insel. Warnung. Produktion gestoppt. Die aber eh eine super bescheidene, Ökobilanz hat, weil da ja diese Raketenreste rumliegen. Guti. Das Schiff ist auch schon wieder hier oben. Packen wir das Modul lieber an Land. Geht das nicht? Warum geht das nicht? So, so ging das. Nicht, dass das Schiff hier gleich wieder abgeschossen wird, ne? Und dann ist das Modul wieder weg und das wäre ärgerlich. Und vielleicht brauchen wir es ja doch noch, um die Küste hier vorne zu reinigen, weil uns irgendein NPC dazu verdonnert und mit Krieg droht und wer weiß was alles. So, dann wollen wir noch kurz die Waren durchschauen. Weil dazu bin ich auch irgendwie noch nicht so richtig gekommen. Die Lager sind immer noch voll, aber es scheint sich meines Erachtens ein bisschen zu bessern. Biokost wird mehr, definitiv. Dafür werden die Kommunikatoren weniger. Wer hätte das gedacht? Munition ist wieder da. Wir hatten doch vorhin auch Eisen, oder in einer der letzten Folgen war ja auch Eisen so ein kleines Problem. Eisenerz ist aber jetzt wieder auf Lager, das ist ganz gut. Eisen an und für sich auch. Kohle, gut, gut, gut. Was brauche ich denn eigentlich, um... Ich will nochmal kurz gucken, was ich brauche, um Munition herzustellen. Ah ja, eigentlich nur Eisen. Und wenn ich Eisen habe, dann kann ich Munition daraus herstellen. Ist ja auch logisch, ne? Weil Munition wird ja aus Eisen hergestellt. Okay, dann würde ich mal sagen, steht auf jeden Fall auf der Agenda, dass wir die Techs weiter ausbauen. Das hier mit der Kerosinproduktion, das läuft auch anscheinend wieder alles ziemlich gut. Dass wir die Techs weiter ausbauen, dass wir hier so ein bisschen mehr Kohle reinkriegen. Die Kommunikatoren müssen wir weiter ausbauen. Wir brauchen wieder mehr Fisch und Tee, damit wir... Wie sieht's eigentlich mit Tee aus? Und was ist mit Tee? Kriegerische Auseinandersetzung zwischen Nachbarn beendet. Okay. Tee ist... Verzeichne Inbesitznahme einer Insel. Auch am Schrumpfen. Aber ich will nochmal kurz die Schiffe durchklicken, auch wenn wir schon ein bisschen überzogen haben. Aber das soll mich jetzt... nicht davon abhalten. Wo sind denn eigentlich... Achso, ich kriege ja nur die Schiffe angezeigt, die nicht... Ja. Ich kriege nur die Schiffe angezeigt, die nicht irgendwie... Aber ist leer. Der hat Kohle und Öl an Bord, das ist auch gut. Der hat Tee, Holz und Reis an Bord. Holz ist echt so eine Sache, ne? Von hier kriege ich Holz, ne? Und ich kriege von da kein Holz. Hier habe ich auch Holz und hier habe ich mehr Holz als genug. Verkaufe ich Holz? Ich verkaufe Holz. Aber es verkauft sich nicht so gut, ne? Okay, das werden wir uns auf jeden Fall mal anschauen.
Wobei das jetzt nicht ganz oben auf meiner Agenda steht. Verkaufe ich Bauzellen eigentlich? Obwohl, das bringt ja nichts, ne? Die Lager sind nicht voll, aber ich krieg's einfach nicht. Ich kann natürlich hier mal zack, zack, mal das Gebäude ausbauen, damit der, ich hoffe, schneller den Kram einholt. Jetzt fahren hier noch mehr raus. Alles klar, Leute. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß bei dieser Folge wie ich. Es war mal wieder ein bisschen schnell, ein bisschen hin und her, aber wir haben dafür mal gesehen, dass man auch kurz vor knapp noch eine Bohrinsel retten kann, wenn man ein Löschschiff hat. Und der Flughafen ist fertig. Damit werden wir bestimmt einiges bauen. Das ist Ihre Chance. Enttäuschen Sie mich nicht. Das machen wir nachher. Weil da geht es darum, eine Person hier zu finden. Eigentlich das gleiche, wie wir es mit den Tauchern hatten, aber ich glaube, an Land ist es besser. Naja, das werden wir uns nachher mal anschauen. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Ich muss nochmal anfangen. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Und ich freue mich auf das nächste Mal. Bis dahin. Tschüss.